Nee, die Termine kommen ja morgen. Also von der Seite her, sicherlich ist es kurzfristig, aber es ist eben so, wir müssen das so hinnehmen. Die Europa League hat eben am Donnerstag gespielt, Freitag wurde gezogen und dann dauert es 2-3 Tage, bis die DFL dann die Ansetzungen hat. Ich für meinen Teil weiß, wann wir spielen und von der Seite her können wir schon planen. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Die mir persönlich passt das auch nicht. Es passt überhaupt nicht in meinen Biorhythmus, dass ich nachmittags um 5:30 ein Fußballspiel habe. Aber es ist nun mal so. Ne? Man muss gewisse Kompromisse eingehen, wenn es um Fernsehgelder etc. geht. Und da ist eben die zweite Liga jemand, der darauf angewiesen ist, was die erste Liga macht. Und das ist nichts Neues. Vielleicht verändert sich das mit dem neuen Fernsehvertrag, das wird man sehen, keine Ahnung. Aber im Moment geht es einfach darum, dass wir das so annehmen, wie es im Moment ist. Es ist nicht angenehm, wenn man überlegt, dass man von Bochum morgen Nachmittag, Gott sei Dank ist die Baustelle jetzt auf der A40 frei, sodass die Anfahrt nach Düsseldorf vielleicht ein bisschen angenehmer wird. Aber das ist sicherlich schwierig, wenn man nach der Arbeit dann von Bochum nach Düsseldorf muss und noch rechtzeitig zum Spiel kommen will. Das ist schwierig, aber wir können es leider nicht ändern. Wir würden es für unsere Fans gerne verändern, aber wir können es nicht.